Professor Meyer, Sie sind Stiftungsratspräsident der Profond Vorsorgeeinrichtung. Ab welchem Alter sollte man sich mit Vorsorgethemen beschäftigen? Also am besten sollte man bei der Geburt anfangen und ich glaube, dass ja eigentlich schon die Ausbildung, die Bildung allgemein ganz wichtig sind, auch für die Vorsorge. Aber das ist normalerweise ein Thema, das dann mit zunehmendem Alter immer relevanter wird. Angenommen, man steht vor der Pensionierung, was ist zu beachten? Also wenn man vor der Pensionierung steht, ist ja das meiste in der Vorsorge schon gemacht und dann hat man meistens eine ganz große Wahl, nämlich das Kapital oder nämlich die Rente aus der zweiten Säule. Und ich glaube, hier ist ganz wichtig abzuwägen, was dann für einen persönlich das Beste ist. Und man kann sicherlich sagen, dass die Rente eine gute Absicherung ist, dass sie einem immer versorgt, während das Kapital ja auch aufgebraucht werden kann. Insofern muss jeder da überlegen, wie er da steht und ob man es sich leisten kann, auch das Kapital zu nehmen. Das heißt, ob man vielleicht schon andere Dinge hat, ein eigenes Haus oder andere Vermögen. Also hier ist es ganz wichtig, das genau zu durchdenken.